Achso. In Italien gefunden mit einer unglaublichen Geschichte. Das hier, man zeigt mal her die Praline hier. Oh. Ja. Es ist garantiert, dass das Auto seit 15 Jahren steht. Ich habe jetzt gerade meine Meinung ein bisschen geändert. Er war der Prototyp Kanaka aus Köln. Ja, das trifft auf dich auf jeden Fall 10 von 10 Punkte zu. So Steinzeit-Uralt wie das ist, da kommt halt auch die Technik dafür her, ne? Ja. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Philipps Kanal. Heute mal ein ungewohntes Intro, denn ich habe die Ehre, das Intro sprechen zu dürfen. Denn es geht um ein Auto, wobei Philipp, Nico und unser gesamter Freundeskreis mich unterstützt und mir unter die Arme greift. Denn ich habe einen Audi 200 20V Turbo Quattro Avant, ein elendig langer Name, ne? In Italien gefunden mit einer unglaublichen Geschichte. Ja, Philipp und ich tauschen uns halt immer aus und wir sind auch seit über 15 Jahren sehr eng befreundet. Und ich sage zu ihm, hey, meinst du, wir kriegen den irgendwie schneller ans Laufen? Naja, so wie ihr ihn halt kennt, auf jeden Fall. Und dann haben wir gesagt, okay, das ziehen wir jetzt durch. Und wirklich vor 8 Wochen aus Italien geholt, in den letzten 6 Wochen, weil die ersten 2 Wochen ist erstmal nichts passiert, ist so viel passiert vom Aufbereiter, jetzt Benny mit Motor, Eisstrahlen und, Abgasanlage, jetzt gleich schon Software und so weiter. Als nächstes noch ein paar Schritte, dass das Auto in 5 Wochen fertig auf der Essen Motor Show in der Tuning Experience beim Sven stehen wird. Erzähl mal bitte, wie du auf genau das Auto gekommen bist, weil ich kannte das Auto nicht. Also ich habe jetzt auch nicht so wirklich danach gesucht. Es war eher ein Zufall, ein Glücksfall. Und zwar, wir sind immer einmal im Jahr über ein langes Wochenende in Italien und fahren mit unseren alten Vespas am Gardasee rum. Monte Baldo und so weiter. Und jetzt sind wir mal in einer gewissen Unterkunft, ganz familiär, ganz klein. Und wir wussten immer, der Besitzer ist ein Autosammler. Und der ist dann leider während Corona verstorben. Und irgendwann sagte die Tochter zu mir, hey, damals war ich noch am Rauchen, jetzt nicht mehr, ganz schlechte Angewohnheit, geh du nach hinten. Ich gehe hinten raus, schau hinten unter so einem Carport, steht da die Kiste. Porsche, Traktoren und all so ein Zeug. Und ich denke, was ist das denn? Mit dem Handy, ich im Badelatschen, mit dem Handy gezoomt, geguckt, ach du Heiliger, 20V Turbo. Ich kannte das Auto auch so nicht. Ich wusste, dass es die irgendwie mal gab, aber ich wusste nicht, wie selten sie sind oder genaue Spezifikationen. Ich da hingelaufen, natürlich direkt gebohrt, 2,5 Jahre. 2,5 Jahre angerufen, dann jedes Jahr dann wieder hin, wieder gebohrt, ob ich das Auto kaufen darf. Sie hatte keine Ahnung und die Mutter, also die Frau von dem verstorbenen Mann, die wollte den nicht abgeben. Und nach 2,5 Jahren, da waren wir mit einem Audi 100 auf einer Rallye, bekam ich eine WhatsApp, werde ich nicht vergessen, wie in Norwegen, irgendwo im Niemandsland. Hey, ihr könnt kommen, darfst das Auto mitnehmen. Mega cool. Ja, ich nervös, Schock, direkt Kumpel angerufen. Hey, wir müssen unbedingt jetzt da runterfahren. Wirklich, ich bin wiedergekommen, eine Woche später Anhänger dran ab zum Gardasee. Nacht- und Nebelaktion. Ja, dann das Auto kaufen dürfen, aber an ein Riesenversprechen gekoppelt. Ich bekomme das Auto nur, wenn ich das Auto restauriere und nächstes Jahr zu unserer Vespa-Tour mit dem Auto auf Achse restauriert da runterfahre und sie eine Runde mit mir fährt. Da finde ich die Geschichte eigentlich schon fast genauso cool wie das Auto selber. Und das hat mich richtig gereizt. Ja, das glaube ich. Dann habe ich erfahren, wie selten dieses Auto ist. Denn von diesem Auto gab es tatsächlich nur, wurden weltweit von Audi 1616 Exemplare als Avant gebaut mit dem großen 20V Turbo 5-Zylinder Motor. Und als Limousine 4000 und ein paar kaputte. Ja, dann haben wir uns natürlich das zur Challenge und Aufgabe gemacht, weil bis nächstes Jahr bauen wäre ja einfach. Man könnte ja auch ein normales Familienleben haben. Und dann haben wir gesagt, nö, wir mögen sportlich. Wir machen das Ganze jetzt innerhalb von 2 Monaten und das Auto steht auf der Messe. Ja. Und das ist jetzt das Ziel. Jetzt haben wir gerade noch ein paar Schrauben geholt, um die Hydraulikleitung totzulegen und sind jetzt mit dem Auto bei Benny, großen Service bekommen, aber dazu dann gleich mehr vom Chef. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass es noch so einen typischen Scheunenfund einfach noch gibt, oder? Ja, also vor allem, also es ist garantiert, dass das Auto seit 15 Jahren steht. Katja, die Tochter, sagt, sind 17 Jahre. Krass. Und wir haben auch herausgefunden, warum das Auto steht, aber das würden wir dann, glaube ich, auch gleich, wenn wir einmal auf die Technik eingehen. Denn der Fehler, warum dieses Auto so viele Jahre da stand, waren so 80 Euro. Okay, ich bin gespannt. Ich sage mal. Gerne. We'll be right back.
die Praline hier? Dass du hier wieder in Bella Italien geshoppt hast. Zufall. Ich wollte gar nicht shoppen. Und was konnte da bisher so feststellen? Voll original das Ding oder irgendwie schon mal irgendwas gemacht? Also erstmal der Hauptgrund, warum das Auto abgestellt wurde, der war echt lächerlich. Nur die Spritpumpe war kaputt. Also meinst du, die war damals auch schon kaputt? Ja, die war kaputt. Nein, weil die haben nämlich die Spritpumpe überbrückt mit einem Plus- und Minuskabel direkt an die Batterie. Ja. Haben sie einfach provisorisch zwei Kabel gelegt. Dann meinte ich noch so, warum macht man das? Weil wenn es ja ein Auto oder einen Motor gibt von damals, der prädestiniert dafür zu machen, ist halt, ne, 20 Motoren. Ja, gefühlt war da ja, also kanntest du das? Eigentlich ein Wunder, dass der so noch Original-Luftfilterkasten und alles hat, ne? Weil das ist ja eigentlich so das Erste, was sie alle modifizieren. Wusstest du, dass das Auto so gab? Kanntest du das Auto? Also das Auto kennen ja, aber dass es den als 20V Turbo und als, ich sag jetzt mal, Kombi gab oder so, hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Wusste ich auch nicht. Gab es den aber auch als 10V Turbo oder nur als 20V Turbo? Nee, als 10V, also es gab 10V Turbo und 20V Turbo. Genau, 20V Turbo gab es 1616 Stück, mehr nicht. Geil. Und Limousinen als 20V Turbo 4000 und ein paar kaputte. Und sonst so sieht aber rosttechnisch echt kacke aus, ne? Hat wirklich kein Rost. Wir haben alles durchgeguckt. Er hat an den Kotflügeln leicht Flugrost unten, aber kein Rost, kein Loch, kein gar nichts. Unterboden ist richtig sauber. Halt Dreck, klar. Heißt Eisstrahl, ne? Alles und jetzt nach und eine Sache, die man halt einfach nicht vergessen darf, ist halt, es sind halt 34 Jahre, ne? Ja. Das uraltes Auto, ne? Ein bisschen Zeit vergangen. So, und jetzt sieht man auch mal schön, was die ganzen Jungs an den Dingern immer umbauen. Die bauen dann ja wirklich diese Kurzansaugbrücke, glaube ich, an, ne? Genau, dass vom RS2. Dass sie nach vorne weggeht? Mhm. Ja, du sparst ja einen ohne Ende Weg auch, ne? Ja. Genau, RS2-Brücke und muss ich dir ja nicht erzählen, ne? Da gibt es ja so viele Upgrade-Möglichkeiten bei dem Auto. Ja, und dann haben wir ja hier bei Benny ja gesagt, okay, hier das Projekt, was wir heute vorhaben, soll ein bisschen mehr Leistung bekommen, aber human. Und dann haben wir gesehen, im Steuergerät 1996 hat unser El Patroni aus Italien das Auto bei MTM hingestellt und wir haben eine Software drauf gemacht. War richtig das Steuergerät mit verblombt. Echt? War von MTM? MTM, ja. Ist sogar, du siehst auf dem Steuergerät noch die Blombe mit Datum. Ja, Februar 96, A200, MTM Leistungssteigerung. Und was habt ihr am Motor jetzt schon alles? Komplett. Also, wir haben den natürlich nie gestartet, ne? Weil alles ist uralt. Also sprich, Auto hier zu Benny. Benny hat den einmal wirklich auf und komplett großen Service. Also wirklich von Zahnriemen, Wasserpumpe und alles, was halt machbar ist, neu gemacht. Kopfdichtung war in Ordnung. Wir haben zwar eine RS2 Metallkopfdichtung hier liegen, war aber nicht nötig, weil das ist noch alles in Ordnung. Der Motor hat erst, also das Auto hat erst 127.000 Kilometer drauf. Also das heißt einmal Service, komplett. Flüssigkeiten, Kerzen, Riemen, alles. So, aber Motor schon noch so, wie er damals ja, war, ja. Immer noch ungeöffnet. Genau. Motor jetzt nicht aufgemacht, hat natürlich mit dem Endoskop reingeguckt. Das Öl sah echt noch picobello aus und Brennräume, alles richtig sauber. Ne? Und vor allem, dann haben wir ihn gestartet. Und der läuft, als hättest du den nie ausgemacht, ne? Als hätte der nie gestanden, das ist unglaublich. Was halt bei den 15er Toros immer ist, dass dieser Motorraum schon auch echt schnell echt voll ist, ne? Ja, ja so, gut. Ne? Dafür, weil der Motor so lang ist, es geht kein Kühler davor, außer der Lahrluftkühler, hast hier diesen fetten Wasserkühler. Und das ist ja wirklich ein fetter Wasserkühler, der hier dafür, dass er schräg in dem Auto ist. Davor hast du ja noch den Klimakühler. Ja. Dann hast du hier noch einen Ölkühler, also du hast sehr, echt ein großes Kühlerpaket für damals und du hast halt echt viel Hydraulik in dem Auto, ne? Und hier, guck mal, mit Sturzeinstellungen. Ja, Langlöcher. Wir haben ja jetzt ein Fahrwerk gemacht dafür, das bauen wir als nächstes ein. Und da kannst du auch über den Sturz einsteigen. Lass mal einmal rumgucken. Ja. Ah, das erste, was ich sehe, hier gab es schon wieder Tuning. Ja, Fox Exhaust Sportabgasanlage mit E-Prüfzeichen. Die musste sein, weil Serie ist das echt schon ein Trümmer von Abgasanlage. Der wird wahrscheinlich auch nicht so geil ausgesehen haben, der Serienauspuff. Nach den Jahren vom Stehen. Ging sogar, also kein Rost, keine Durchrostung, aber halt, da kommt kein Ton raus. Also gar kein Ton. Vielen, vielen Dank an die liebe Marlene von Fox, dass ihr uns so schnell, also A, dass sie so einen Auspuff lagern haben. Ja. Das ist ja schon mal die erste Sache. Ja. Ne? Und ich weiß noch, als wir da waren, deswegen sind wir überhaupt erst nur drauf gekommen, die haben wirklich, also Fox Sportauspuff hat wirklich das Ziel für diese alten Autos, diese Abgasanlagen zu machen. Ja. Ne? So, wie war das bestverkaufste Produkt irgendwie Audi A2? Krass, so, ne? Ja, weil die alten Autos, die kommen halt in ein Alter, wo man halt gerne mal einen Auspuff neu macht. Ja. So, und Serie gibt es alles fast nicht mehr. Und dann gerade beim Fünfzylinder ist es, glaube ich, auch so, hier gehört einfach ein Sportauspuff drunter. Weil wenn man ein Auto mit Emotionen und Akustik fahren will, dann ist es halt einfach der Fünfzylinder. 100%. Ich habe das Video ja damals mit dir dort gesehen. Und die waren auch wirklich die einzigen, die auch für dieses Auto, was ja nun mal jetzt kein Massenauto ist, auch was haben. Ja, voll mit TÜV. Vor allem, ich bin selber auch begeistert, nicht TÜV, sondern sogar richtig mit E-Prüfzeichen. Ne? Also musste gar nicht eintragen lassen. Doppelflutig und halt auch wirklich am Stück die Rohre so gezogen. Mhm.
Und sieht halt natürlich auch echt toll aus, oder? Ja, ist, ne, ist halt neu. Ist halt neu und Edelstahl. Neu und Edelstahl. Ich finde es echt richtig. Geht halt immer. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie er gleich noch klingt. Ich denke mal, man darf da jetzt kein... Also immer, wenn dieses viereckige Zeichen mit einer E-Nummer drauf ist, darf man jetzt klangtechnisch nichts, nicht zu viel erwarten. Ist halt einfach so, weil es gibt da einfach Vorgaben, ja, die lauter sein darf. Aber ich war auch überrascht. Also klingt schon gut. Ja, und also, Serie wirklich kommt nichts raus. Also wenn ihr jetzt denkt irgendwie... Oder so eine Krawalltüte erwartet. Nein, er klingt echt dezent, aber angenehm und schön. Serie, du hast ihn angemacht, du hast hinten gar nichts gehört. Da war Zero. Gar nichts, ne? Na krass, okay. Ja, hier an der Seite hat er ja diese Differenzialsperre, die du reinmachen kannst, ne? Genau, habe ich einen Knopf vorne. Der hat der mechanisch im Diff. Macht er die rein, sperrt das da? Ja, das wird noch eine Aufgabe. Wir beide nach der Messe hier einmal Achsen alles runter und komplett Strahlen sauber machen und Eisstrahlen, ne? Weil das ganze Lager, Gummizeug ist ja auch alles alt, das muss alles neu. Ne, aber ist wirklich so rosttechnisch, wird es ja auf jeden Fall ganz andere. Nux, ne? Also wirklich einfach gar nichts. Aber da hat Audi damals echt schon was gebaut, weil für die geringe Leistung in Anführungsstrichen, den B-Cut zu machen mit zwei Cuts, ist halt auch schon krass. Ja. Du hast auch eigentlich noch so Bremskühlungen hier drunter, die liegen da vorne, die haben wir jetzt noch abgelassen. Die werden hier drunter geschraubt, dann wird die Kühlung, also die Luft genau hier zu dieser UFO-Bremse geführt. Kennst du das Verfahren? Mhm. Das war ja damals Innovation. Die wollten eine große Bremse und dann eine kleine 15 Zoll, damit du einen dicken Reifen für Komfort. Mhm. Deswegen auch super leise Auspuffanlage, für ein komfortables Reiseauto. Mhm. Und diese UFO-Bremse, da ist halt das Prinzip dahinter, wenn man so reinfilmt, ist, die ist quasi umgedreht. Also umgedreht heißt, es ist nicht so, dass der Sattel von außen auf die Scheibe geht, sondern der Sattel geht von innen in die Scheibe. Genau. So, und dadurch kriegt man halt diese große Scheibe und die kleine Felge. Und dann, wenn du das Rad abnimmst, du hast nicht eine Bremsscheibe, auf die du guckst, sondern du denkst, das ist eine Stahlfelge. Also ist so ein richtiger Korb um die Scheibe herum. Ja. Ist auch richtig günstig, da kostet eine Bremsscheibe 500 Euro. Hat aber, weiß ich, als wir bei Audi Tradition waren, die wieder neu aufgelegt, ne? Mit Absicht, weil es irgendwie auch so wenig... Nee, ich sage, die gibt's auch, ist auch richtig günstig, kostet 500 eine Scheibe. Aber wir bauen um. Hier habt ihr schon eine Leitung neu gemacht oder wie? Oder ist die nur sauber gemacht? Das ist wirklich alles alt. Achso, krass. Sieht aus, das ist alles die erste. Wir haben halt ein Bier ein bisschen mit dem Eisstrahlgerät draufgehalten, wo wir dran gekommen sind. Ich sage ja, die Substanz ist echt der Knaller. Aber das heißt, das wird jetzt ja schon ein bisschen Wundertüte auf dem Prüfstand, ne? Also im Sinne von... Wir haben ihn nur einmal angemacht, sind hier am Parkplatz hin und her gerollt. Das Ding weil ist noch nicht von kann Kupplung rutschen, kann einfach sein, dass der Lader gar keinen Druck macht, dass irgendwas undicht ist, dass sich Getriebe nicht schalten lässt und so weiter. Ja, wobei Getriebe schaltet, wir sind ja hier am Beruf schon rangiert. Kupplung hat einen sehr, sehr kleinen Weg, wo sie anspricht. Also Kupplung könnte rutschen, ich kenne den Zustand nicht. So Temperatur hat er schon mal bekommen, aber natürlich nicht gefahren. Mhm. Das ist jetzt so erstes Mal wirklich laufen lassen, das Auto. Im Übrigen, ich habe auch, also das Auto bekommt ja auch ein Gewindefahrwerk von uns. Echt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich kenne da einen. nein, ich gedacht, du lässt den auf der Höhe. Also, klassisches Auto und selten und so, ja, aber ich meine, wir beide haben doch sehr, wir würden ja jetzt keine Autoserie fahren. Also er kriegt auf jeden Fall ein tolles Fahrwerk und er kriegt schöne, dreiteilige, seltene OZ Futura Racing in 19 Zoll und die können wir haben, ich habe eine mit, die können wir mal probieren. 19 Zoll? Ja. Es gibt 200er, die fahren 20 Zoll. Krass. Ja, die Radkästen sind viel größer als beim Audi 100 auch, ne? Die haben also wirklich viel mehr Platz. Okay, das heißt, du willst eine Felge mal draufstecken? Eine können wir mal draufstecken, um zu gucken, sollen wir vorne oder hinten? Dein Auto. Ja, dann können wir vorne diesen UFO-Korb einmal zeigen. Ja, weil das sieht echt witzig aus. Vor allem das Geile ist, achte mal, wie die Felge anliefern. Das fand ich so mega. Ja, aber ist das ist jetzt eine neu aufgelegte Felge? Ja, also nein, die Futura gibt es ja, ist ja eine klassische OZ. Aber die haben in 19 Zoll 50 Satz limitiert neu aufgelegt. Und die sind auch alle beschriftet. Also hier zum Beispiel steht auch irgendwo da, 24 von 50. 8,5 mal 19. Ist dann eine echte mehrteilige? Ja, klar. Und gibt es aber nur in 19? Diese limitierte Variante gibt es in 19 Zoll, genau. Und jetzt achte mal. Das heißt so in 17 oder 18 Zoll nicht? Ja doch, gab es. Aber nicht mehr neu zu kaufen. Ah. Die haben sie ja neu aufgelegt. Guck mal, da kriegst du ja noch so ein Schreiben, dass sie dich beglückwünschen zum Owners Club Original Edition. 50 Stück und so, tralala. Hier von Herrn Claudio Bernoni. Grazie mille. Dann hier hast du ein Ventilkäppchen so voll edel. Hier noch so eine Owners Club Karte. Und jetzt kommt der Knaller. Auf jeden Fall nur ein T-Shirt vom Schrauben. Das musst du dann anziehen in Italien. Ist so, mache ich auch. Die alte Besitzerin. Ja, richtig gut, ne? Mal eine andere Frage, was kostet ein Satzfelgen? Ja. Okay. Ja. Ja, ja.
das ist ja schon. Also Listenpreis sind, sollen wir sagen? Darf ich schätzen? Ja, schätz mal. Das muss ja mindestens ein ähnlicher Preis sein wie eine BBS Le Mans. So, ne? Dafür, ja, dass die ja nur zweiteilig ist und das ist ja sogar dreiteilige Felge hier. Ja. Also Stern, Innen- und Außenbett. Ja. Das heißt, keine Ahnung, 1000er pro Felge. Liste lag, was ich jetzt so gesehen habe im Netz, irgendwas zwischen 5,5 und 6. Ja, noch mehr sogar. Ne? Ja. Ja. Kann man machen. Ne? Kann man machen. Muss man aber nicht. Ich formuliere es anders. Was willst du sonst drauf schicken? Weil du wirst ja für das Auto keinen Satz finden für 1000 Euro, der geil jetzt aussieht. Ich will jetzt nicht irgendwie eine gewisse Marke hervorheben, aber für mich gibt es nur zwei. Ja. Das so ist BBS, klassisch RS oder eine OZ. Kann man gibt es eine BBS RS in 19? Kann man die so krass umschüsseln und größer machen? 18. 18, ne? Und das sieht dann schon, dann hast du keinen Stern. Ja, aber das Problem ist, die kostet dann auch 10.000, 11.000 Euro, wenn du noch einen Satz überhaupt bekommst. In 18. 10.000, 11.000 Euro? Ja, die werden so gehandelt. Original, das ist der Schnapper hier. Original 18 Zoll Satz? Ja, 18 Zoll wird so gehandelt, ja. Original. Aber original, also nicht umgeschossen. 18 Zoll in 512 war jetzt ein Satz drin für 10.500 Euro, meine ich. 512 ist sowieso ganz schwierig bei BWS. Ja, überall auch. Sämtliche S-Klassen, alte und so weiter. Komm, du darfst hier entlumpen. Jawohl, Junge. Was steht überhaupt drauf? Attention. Attenzione. Und was steht drauf? Aufpassen. Ach, nicht, nicht für 20 V Turbo mit Zelem als Fahrer geeignet. Oder, warte, da stand doch noch was her. Ah, und Philipp auf dem Beifahrersitz, okay. Hast du Lebensgefahr. Ey, ich sehe uns beide schon in der Bude am Gardasee rumfliegen nächstes Jahr. Das wird so gut. Achso, Benni hat auch einen Satz neuer High-Performance-Reifen besorgt, extra für den Prüfstand, glaube ich. Weil da war wirklich noch ein Satz Reifen drauf, von 1900, was war da, 93, 96? Das war uralt auf jeden Fall. Von 96 war noch Sitten drauf auf dem Auto. Fast die ersten. Er hat MTM noch einen neuen Satz drauf gemacht. Da wird der alte so beraten sein, dass es bei MTM noch frisches als Pelling gab. Das ist unglaublich, ne? Da ist die High-Performance-Bremse. Das, ja, das sieht ja wirklich witzig aus, ne? Weil man würde halt denken, es ist gar nicht die Rollscheibe. Ja. So, der ist halt wirklich hier in der Mitte, ist komplett frei. Wo halt normalerweise diese Scheibe mit verbunden ist. Und der eigentliche Topf ist halt wirklich hier außen verbunden. Und musst du das anschreiben? Passt also? Hast schon mal gedacht? ET45 sollte eigentlich hinhauen. Ja, das ist so, ne? Weil normalerweise geht ja der Sattel so rum und greift so rein. Nur hier geht er von innen rum und greift so rein. Und der Hintergrund von dem, warum Audi das gemacht hat, die wollten eine möglichst große Bremse, aber unter eine kleine 15 Zoll Felge bekommen, damit sie einen großen, dicken Reifen haben für Komfort. Das war wirklich der Hintergedanke, weil ich gesagt habe, wer baut denn so einen Quatsch? Und ich habe jetzt aber umgebaut auf, was war das? Audi 100 C4 Federbeine mit einem 57er Kolben Schwimmsattel von einem Audi A6 C, schieß mich tot, mit einer 312er Bremsscheibe vom ebenfalls A6 C5 C4, irgendwie sowas. Und das passt Plug and Play ohne Adapter, ohne gar nichts. Kriegst du so TÜV mit und hast ein vernünftiges Bremssystem, was nicht ein Vermögen kostet. Aber bremsen die auch schlecht? Ja. Oder also ist kein Highlight? Nein. Cool. Ist kein Highlight. Kann nix. Ja. Vor allem bei dem Auto ist ja noch richtig irre. Der hat ja ein hydraulisches Bremssystem. Der hat ja ein Hydrauliksystem, das ist doch total bekloppt. Das Auto hat eine Sonderausstattung, hat noch hydraulische Dämpfer hinten. Dadurch hast du einen riesen Druckspeicher, der auf 152, 45 Bar läuft, irgendwie sowas. Und die Bremse ist alles hydraulisch gesteuert mit Servo inklusive hinten mit den Dämpfern. Das ist, ja. Viele bauen sogar auf Unterdruckbremse vorne um. Wollen wir jetzt aber erstmal nicht machen. Mal gucken. Also wir können die mal dran halten, aber vorne bei diesem UFO-Korb, du siehst ja, was das hier für eine Tiefe ist, wird das nicht passen. Bei dem neuen Bremsenumbau wird die vorne passen. Aber hier, ne, ich meine, man könnte jetzt hingehen und könnte jetzt schön den UFO-Korb verkroben, wie du das gesagt hast. Fast aber Maßarbeit, ne? Also es fast so aus, als wenn OZ die dafür gebaut hätte. Lass uns die hinten drauf machen. Okay. Da können wir uns also nicht schön draufsetzen und einmal einfedern, weißt du? Wir sind ja ein paar Leute. Aber hat irgendwie was Geiles, weil es ist irgendwie so nicht so dieses klassische BBS-RS-Rad, so auf alt, was man kennt, sondern. Nein, die Futura war eine wunderschöne Felge und ganz viele. Ja, so, aber du sagst wunderschön, damals war die nicht so schön. Nee, es gab eine Zeit, da haben eine gewisse Autogruppe, unsere Landsleute, diese Felge leider sehr demoliert. Und zwar gab es sie dann ja als Keskin. Ja, die gab es dann, nein. Also es gab ja diese E36. Keskin gab es ja eh nicht. Es gab diese E36-Szene. Das waren
etwas stärker pigmentierte Fahrerbesitzer, ungefähr so wie wir beide. So. Also das heißt, wir dürfen darüber sprechen, weil es betrifft eigentlich uns. Wir waren diese Kandidaten, ich war halt immer der VAG-Typ, aber er war genau dieser E36-Typ. Er war der Prototyp Kanaka aus Köln mit E36 und Döner im Horn und Kaminare. Nein. Und dann gab es die ja als Keskin und die haben die Felge misshandelt. Die haben die auf jedes Auto geschraubt, dann war der Flair von der Felge einfach weg. Aber die OZ Futura war immer ein geiles Rad und die war damals, als die noch modern war und in der Zeit war das eine super teure Felge. Damals auch. Wie eine BBS RS. Nee, und ich finde die Größe. Ja. Macht es bei jeden Fall. Nein, die musste auch. Also 17 Zoll ist viel zu klein auf dem Auto. 18 Zoll wäre eine Größe, aber ich wollte 19 Zoll. Weil ich habe Bilder gesehen von Autos mit 20 Zoll und das gefiel mir gar nicht. Das war viel zu groß. Weiter vor. Nach vor. So was denn diese coole. Ja, oder so. Meinst du ehrlich? Ja, klar. Guck. Ja, warte, jetzt muss ich mal ein bisschen runterlaufen. Noch zu mir. Brauchst du nicht was sagen, das Auto kann ich mir aufhören. Okay, Abo! Ja, aber das ist doch dein Fahrwerk hochgedreht, oder? Boah! Das kann man. Kannst du mal ein Bild machen? Ich will das aussehen. Wir machen genau jetzt einen Screenshot. Leck mich am Arsch, Leute, ganz ehrlich, jetzt ist Feierabend bei mir. Weil so ein alten Auto mit so einer neuen Felge so begeistern kann. Ich liebe ne? das immer wieder. Ey, ganz ehrlich, guck mal, mit den Originalrädern sieht das Auto einfach scheiße aus. Keine Dachreling drauf, kein Meter mit gefahren. Hauptsache unten auf dem Boden schon. Also pass auf, 2 cm sind wir bei ET25. Nein. ET25 geht locker. Wir haben so viel Platz noch, ne? So weit kann die Felge noch raus. Direkt andere Außenlippen bestellen. Boah, okay, jetzt mich auch. Ey, das sieht hart aus. Ich mein's im Ernst, Leute, das sieht richtig. Ja. In OZ we trust. Mach mal so. Perfekt, das wird das Thumbnail. Gut, ne? Ey, das sieht echt hart gut aus. Warte. Okay, jetzt. Oh, jetzt? Achso, warte, nochmal. Warte. Ich glaube, die Bühne ist noch eingezogen, ne? Also, wir können noch ein bisschen. Nein, aber so passt. Einmal gucken. Daumen hoch, beide. Check. Alter, mit Deckel. Boah, das sieht aber auch aus, sei mal ehrlich. Ja. Boah, Leute, das sieht wirklich richtig gut aus. Serkan, guck mal. Boah! Ey, wie alle also, aus. Ich sag dir ehrlich, ich bin fertig. Für mich hat sich der ganze Tag hier schon, ich bin am Ende. Das Beste ist eigentlich, dass der Zustand des Projektes ist eigentlich so, ich würde eigentlich sagen, ist fertig für Messe. Nee, morgen fertig für Messe. Ist auch so. Aber jetzt weißt du, was wir meinen, ne? Einfach nur mit Räder und Tief, so wie der ist, in dem Zustand hinstellen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die Frage. Sollen wir den wirklich unlackiert in dem Zustand auf die Messe stellen? Auf jeden Fall. Ich kann das irgendwie mit meinem inneren Ich nicht vereinbaren. Ja, aber es geht ja bei dem Auto schon um die Geschichte, die das so erzählt hat. Also ich persönlich würde es auch machen. So, also machen aber im Sinne von lackieren, um diese ganzen Beulen und so weiter rauszukriegen. Aber ich glaube schon, also dass so ein bisschen Kosmetik die Sachen wegmachen. Dass, also wenn okay, Gegenfrage. Mal so als Frage in den Raum. Kamera ist da drauf. Wann geht das Video online? Und wir fragen die und die sollen abstimmen in den Kommentaren. Wir haben Stand jetzt 5 Wochen, 6 Wochen. Du kannst ja da so eine Frage-Antwort-Geschichte. Ja. Wenn der Großteil dafür ist, stell das Ding so hin mit Räder platt, dies, das, lackier gar nichts. Okay. Also es gibt jetzt die Variante, entweder Sele macht sich den Stress und lackiert nur so ein paar Sachen, Kotflügel, Haube, Stoßstange. Kotflügel, beide Stoßstangen, Haube. Davon, weil wenn man ehrlich ist, eigentlich muss jedes Teil lackiert werden. So, ne? Weil natürlich auch die Türen alle kleinere Macken haben und so weiter. Der ist zwar extrem gut für das Alter, aber trotzdem, es ist immer bei jedem Auto so. Es gibt einfach, perfekt. Es gibt kein Teil, was keine Macke hat. Ja, so, ne? Und jetzt das Ganze danach dann nochmal zu lacken, wenn du eh die Achsen und so weiter rausnehmen willst, dann würde ich lieber alles an einmal machen. Also würdest du echt lieber so hinstellen? Was sagt ihr denn? Das ist cool so. Ich habe jetzt gerade meine Meinung ein bisschen geändert. Ich würde ihn jetzt so auch auf die Messe stellen. Wirklich? Tatsächlich ja. Schon, ne? Mach mal da so eine Frage an, das interessiert mich wirklich. Weil ich habe damit ein Problem, nicht, dass die Leute sagen, guck mal hier, hat er keinen Bock mehr gehabt oder so. Ja gut, ganz ehrlich, auf der Messe stehen auch manchmal ganz, auch die Autos, die auf Instagram super sind und die dann vor Ort auf der Messe sind, sind dann... Ja, das und dazu kommt, dass so ein Auto will man ja schon vernünftig machen. So, ja. Und vernünftig, wenn eh in Frage kommt, ihn ganz zu lackieren. Oder wenn er eh ganz lackiert wird, dann würde ich es nur einmal machen. Wofür? Also warum zweimal? Ja. Weißt du, die paar Leute, die sich über die Beulen oder Kratzer oder Macken beschweren, die sehen ja ein Jahr später, dass halt weg sind. Ne? Also. Das Ding stand 17 Jahre in der Ecke. So, ab jetzt erstmal würde ich sagen, jetzt wollen wir mal ran, ab auf den Prüfstand. Ja. Achso, übrigens, Wespen jetzt, guck mal. Hey, das war eine Stoßstange. Wespen. Krass, ne?
typisch OEM Plus. Ja, vor allem. Weil also, er ist ja schon dumpf, er dröhnt ja schon so. Also ja. Man hört, dass es halt ein Sportauspuff ist, aber ist jetzt halt nicht zu laut. Ich finde den super. Vor allem gib ihm jetzt mal ein paar Kilometer, dass sich das mal alles ein bisschen einbrennt. Klingt super schön. Angenehm. Ganz ehrlich, diese lauten Krawallbüchsen und rumknallen, weil bin ich auch nicht. Das gleiche wie mit diesen tiefen Autos, ne? Diese breiten Räder und großen ja. Felgen und so. Dezent, ne? 20er, gar nicht, ja. 20er tiefer Lego. Fühl ich solche Aussagen. Ja. Ey, guck mal, wie das aussieht. Willst du dich verarschen oder was? Ja, guck mal, alles ist so 19er aussieht. Ey, Junge, jetzt mal ehrlich. Bah, ich kacke ich, wirklich jetzt, ohne Witz? Ich kacke ab. Guck mal, ich wäre jetzt eigentlich wieder so euphorisch. Ich würde jetzt das Bild wieder an alle Kumpels schicken, mache ich aber nicht. Die können sich alle schön das Video angucken. Ich schicke das Bild jetzt gar keinem. Ich schicke das niemandem, nein. Kevin und alle, die ihr das seht, Pech. Völlig schon später Instagram-Story. Nein. Ja gut, wir können ja so machen. Boah, also uns filmen. Nein, ich zeig das nicht. Ich das nicht. So Leute, alles klar. Messung war toll. Also wir haben erzielt 512,71 PS. Bei 4,96, keine Ahnung, was er sein soll. Drehmoment, genau. Achso, nee, Drehmoment haben wir 512 und Leistung 443. Also Leistungssteigerung bei BK Performance, super geil. Ist noch Luft mit nach bisschen oben, Laptop. Aber. Überleg mal, wir haben einfach verdoppelt. Von 220 auf 443 PS. So muss Chiptuning laufen. Aber das liegt hat aber auch ABE, ne? Hat ABE. Weil alles. Das liegt daran, weil du die Fahrwerkshöhe halbiert hast. Richtig. Dann ist automatisch in der Halle doppelte Leistung. Richtig, ja. Genau. Ja. Voll. So, das heißt, was machen wir jetzt? Jetzt lassen wir das Ding mal laufen, oder? Entweder also lass jetzt ein bisschen warm tickern, Getriebe mal, alles mal einmal auf Temperatur fahren. Ja. Der war bisher noch gar nicht auf dem Prüfstand. Also nein. Der ist wirklich bisher nur hier nur von da gerollt. Darüber gerollt. Ja. Ja, genau. Das war jetzt die weiteste Strecke, die er gefahren ist. Von der Bühne hier rum dahin. Ja. Okay. In 17 Jahren. Also gemessen wird mit 102 Oktan, ne? Ja, gemischt. Ein bisschen gemischt, aber jetzt kippen wir 102 auf, ja. Achso, zur Info, warum wir das so machen. Die Spritpumpe hat Benni jetzt die Schläuche verlängert, weil der Tank muss ausgetauscht werden. Das Auto war mit wie viel? Vierteltank? Ja, Vierteltank abgestellt. Ist halt ein Metalltank und das Ding ist komplett vergammelt drin, ne? Genau. Bevor wir uns jetzt den ganzen Dreck vorne reinholen ins System, lieber so. Wie das ganze Ding hier so. Warte mal ab, wenn da Leistung kommt, das ist ja gar nichts. Das ist Unterserienleistung. Unterserienleistung. Denk ich. Denk ich. Wissen, wie geil der klingt. Jetzt hörst du so richtig dieses. Temperatur also stabil. Alles gut. Aber ich bin so verwundert nach 17 Jahren, was das Ding macht. Ja. Als wenn nichts gewesen wäre. Gibt's doch gar nicht. Audi gute Autos gebaut. Ich sag's immer wieder, alte Autos haben Charakter, die wollen. Die wollen. 443 Dose. Nee. 247 besser, denn? 400 Newton. Alter, Alter, Junge! So, Viertelmeile, ich bin dabei. Race 9000. Aus Italien, off the trailer, eine 247 gedrückt hier. Ehrlich jetzt? Ja. Vor allem auch. Auf sich schöne Kurve so, ne? Also. Ja, aber er sagt, dass eine Ventil fährt und Dosendruck? Also er hat auf die Ladungsanzeige geguckt und meinte, dass das nur 0,5, 0,6 Bar sind und deswegen nur wenig. Was auch viel Leistung für den Ladung wäre. Was macht denn der Ladung? Ich glaube, das irgendwie nicht ganz. Ich will einmal extern messen. Hier. Ja. Das waren irgendwie gerade 0,5 Bar. Das glaube ich nicht. Ja. Ja, das ist gut. 400 Newtonmeter, das ist schon viel. Das muss mehr Ladedruck sein, eigentlich. Ich würde es extern gerne messen. Wo habt ihr jetzt den Ladruck hergenommen? Ja, ganz im Kombi. Ach krass. Ja. Ey, ich sag dir ehrlich, ich bin von innen gerade am Glühen.
Wirklich? Boah, das ist einfach. Oh Mann, alte Autos, ich liebe alte Autos. Ey. Aber guck mal, das ist ja genau das, was ich immer sage. Guck mal, wie bekloppt wir sind. Ne? Wir sehen jeden Tag so teure, neue. Und dann steht da so eine Schüssel vor uns und wir freuen uns einen Keks, wenn man ein Rad drauf ist und das Ding ein bisschen rumpfeift und fährt. Ja, das trifft auf dich auf jeden Fall 10% Punkte zu. Also. Oh, mir geht dein Herz auf. Ich meine es im Ernst. Mir geht bei alten Autos echt das Herz auf. Aber was meinst du, wenn du mit dem Ding, mit dem Koffer erstmal so mit 300 damit rumfährst? Was für 300? Bist du verrückt? Kann der das? Nein, also PS. Achso, ja, ja, ja. Ja, zumal, jetzt habe ich mich ein bisschen belesen. Da Leistung machen ist ja voll einfach. Ja, also. Du musst Pleuel machen. Ich glaube, Drehmoment. Ich glaube, und dann von dir ein Krümmer, Lader drauf, da fährst du 500-600 PS. Ich glaube, relativ stressfrei gehen mit der Technik, mit dem Motor so 350, 380 oder so. Ja, ne? Das ist ja erst zwei Step. Ja. Das ist so, und ab da. Was ich immer gelesen habe, die machen immer Pleuel, RS2 Kopfdichtung, die Metall, die habe ich ja gekauft, ja, die liegt da. Ein bisschen Verdichtung runter. Das genau, und dann machen sie Lader, Krümmer und dann fahren die teilweise 500 PS. Ja, dafür muss das Kühlsystem und so schon geändert werden. Also viele fahren, was hast du, kleines Step ohne große Arbeit, wären wie viel möglich? Also so, bis so 380 PS geht relativ überschaubar. Ja, also, du brauchst schon Ladekühler, du brauchst eine Downpipe, du brauchst andere Düsen, einen anderen Lader, das brauchst du halt schon. Ja, das machen wir, oder Philipp? Safe. Ich überlege, ob vor oder nach der Messe. Ja, nach der Messe wäre ja langweilig. Es war deine Idee zu sagen, komm, wir bauen den noch für die Messe. Nein, ja, alleine dieser, das ist zwar jetzt schon 5-Zylinder-Sound, aber der kommt erst so richtig, wenn das eher so 1,5 Bar sind. So, weißt du, das braucht er so, dass das so richtig 5-Zylinder-mäßig klingt. Okay, dann legen wir los. Wir haben noch 5 Wochen. Also ist definitiv MTM-Software drauf, ne? Ja, ist drauf, ja. Gerade den Ladedrucksensor vom Prüfstand angeschlossen, macht 1,2 Bar. Mhm. Im Peak, hinten haben wir jetzt nicht ausgedreht. Ne? Der wird wahrscheinlich Serie eher so 0,8 oder so wahrscheinlich machen. Unter 1 Bar, ja. Ich glaube 0,8 oder so machen. Oh, was genau kannst du jetzt an diesem alten Dinosaurier-Steuergerät hier machen? Ich kann euch das gleich zeigen. Da sind 2 E-Prompts drin. Einer ist für die Motorsteuerung, Zündung und Kraftstoff und einen separaten für Ladedruck. E-Prompt heißt ein Chip quasi. Mhm. Also ein Herzstück, was rechnet. Ja. Genau. Das ist so ein Ding, ja. Nur für die Laderegelung. Ja, DIL-28, so heißen diese Bausteine. Und das heißt, du hast dann bei dir im Rechner eine Oberfläche, wo du quasi den genau. Mit konfigurieren und beschreiben kannst danach mit Brenner, richtig? Genau. Aber du musst ihn jedes Mal ein- und auslöten? Ja, in dem Fall Stecksockel. Ah, Stecksockel. Das heißt, ist schon gesteckt. Hier ist der E-Prom-Brenner. Mhm. Dann brauchst du wirklich so einen Steinzeitrechner. Weil so Steinzeit-uralt wie das ist, da kommt halt auch die Technik dafür her, ne? Ja. Und dann hast du deinen. Das heißt, auf neuem Windows läuft das gar nicht mehr. Nee, es läuft erst nicht. Bitte gar nicht. Ja, es läuft nicht. Ich glaube auch nicht, dass es da noch was. Also, ich weiß nicht. Also, das läuft mit nur URL-Kram auf jeden Fall. Okay. Und wenn es da jemand keine Updates oder irgendwie macht? Ja, ich habe mir mal so. Ja, du brauchst keine Updates. Du brauchst gar nichts. Ich habe mir nochmal so eine alte Kiste geholt, aber. Ja. Ne? Das stirbt ja auch mehr oder weniger aus. Brauchst du das noch viel? Ja, ab und zu schon. Immer mal wieder. Ja, so alte TDs und sowas, da brauchst du das nochmal. Oder? Ab wann fing das so die Zeit an, wo das stirbt? Na, so mit den, guck mal, die ME7 theoretisch, die konntest du dann schon per OBD machen oder im Boot-Modus. Aber theoretisch konntest du noch bei so einem Steuergerät, so bei so einem RS4 wie bei Phil, theoretisch so einen Baustein noch auslöten und hier so bespielen. Ja, aber danach hat das aufgehört. Also mit Einzug B7 war dann Ende. So, dann weißt du ungefähr... Ja. Also nicht Ende mit dem Tunen, sondern dass es überhaupt geht. Ja, so, ne? Ja, genau. Und das heißt, wir können jetzt Zündung und Ladung ändern. Ja. Und kannst du den jetzt auslesen, was da gerade drauf ist? Ja. Das heißt, ein bisschen mehr Zündung, aber hat der ja schon so Messwertblöcke, wo man so klopfen und sowas kann? Ja, so ein paar Sachen kann man halt schon sehen, aber das ist natürlich auch alles ultra träge, ne? Also, auch die Klopfregelung ist träge. Ja. Es gibt eine Klopfregelung, aber die ist einfach langsam. Das heißt, jetzt auf Google ein paar Grad mehr Zündung oder einfach nur Ladung hoch? Ja, oder was willst du machen? Werden wir definitiv machen können. Früher gab es nur 98. Ja. Maximal. Also, das heißt, es gab eh keinen guten Sprit. So, das heißt, man kann auf jeden Fall mit Zündung eine ganze Ecke was machen, ne? Ein bisschen spielen. Ja. Das heißt also, kommt auch gleich so ein bisschen was raus. Ja, muss. Auf jeden Fall. Was denkst du, wo da... Ich weiß nicht, was so die Hardware halt hergibt. Ich sag mal, wenn alles perfekt ist, dann ist das vielleicht so eine 265, 270 so. Und mit passendem Umfeld, mit einem Ladeluftkühler, eine Downpipe, kannst du was vielleicht so 92. Okay. Ja. Bin gespannt. Thank you.
Warte. Alter! Ich hab doch gesagt, ey! Digga, was gesagt? Liege Schütze, wie zu den Quatschen oder geschützt auseinander, ich schwöre! Alter, wie geil ist das? Tschüss! Komm her, Lern! Sei mal ehrlich! Junge, 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 du! Leck mich am Arsch! Ey, 32 Schwester, das ist viel gut, ne? Das ist gut, ja! 1,37er. Ja. Krass. Hinten raus kann er das dann natürlich irgendwann nicht mehr so halten. Ne? Dann macht er ja, aber ganz ehrlich. Der ist top. Das riecht gut. Habe ich ganz ehrlich nicht mit gerechnet. Weil es ja einfach Stock, einfach Serie. Guck mal, keine Downpipe, kein Lauluftkühler. Boah, Wahnsinn. Das riecht gut. Ich bin gerade wirklich, jetzt mal ernst, geschockt, was das Auto gerade macht. Das riecht gut. Einfach so nach der Standzeit. Unglaublich. Aber schon krass. Guck mal, hast du von damals ein Auto, machst nur Software, 20% mehr Leistung. Ja. Ne? Ah, Lüfter geht auch. Lüfter geht auch noch. Alter Schwede. Ey, direkt Liegestütze. So, ich würde sagen, hierbei ist jetzt auch Feierabend für heute. Nimm das Auto so mit, sei froh, dass es läuft, dass es Spaß macht und so weiter. Ihr könnt in den Kommentare schreiben, ob er das Auto lackieren soll vor der Messe, also teillackieren, oder ob er es so zur Messe stellen soll und lieber nach der Messe alles vernünftig komplett lackiert. Erstmal möchte ich aber mich bedanken für all deine Unterstützung und Hilfe, mein Freund. Ich habe gar nichts gemacht, muss ich bei Benni bedanken. Ja, das sowieso. An unsere ganze Clique bedanken, weil sonst wird das ja gar nicht klar. Gerne, gerne. Also du hast mir echt den Hintern gerettet mit komplett Service, muss man ja auch mal gestehen. Weil, wie soll das funktionieren? Zahnriemen, dies, das und das. Guck mal, das, wir haben das Auto vor 8 Wochen in Italien abgeholt. Ja. Und das wo ist, wir jetzt schon stehen. Ist das passiert, ja. Genau. Seko, du machst mir den jetzt so ein bisschen mit mir schön. Fahrwerk einbauen, Räder drauf, dies, das. Und los geht's. Jungs, ich liebe euch. Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.